Einen gesegneten Morgen, liebe Geschwister. Oh, Glorias, es weihnachtet sehr. Oh, ist das nicht wunderschön? Ist diese Zeit, die Tage werden kürzer, die Nächte werden kälter. Es ist so schön, dass wir in dieser Zeit uns erinnern dürfen an das, was geschehen ist. Der wichtigste Tag in der Geschichte der Menschheit. Das Wort wurde Fleisch. Oh, Glorias. Öffne deine Bibel in Lukas Kapitel 2. Vers 6 und 7. Lukas 2, 6 und 7. Und als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windel und legte ihn in einer Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Vater, wir danken dir, Herr, für den wunderschönen Morgen. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken, dass wir heute Morgen, Herr, aufwachen durften. Wir danken, dass du der Gott bist, der Verheißungen, Herr, der Zusagen, Herr. Und der zu uns steht, Herr. Komm, Heiliger Geist, führe uns in diesem Wort. Wir danken, Herr, dass du ein Gott bist, der Neues wirkt. Und wir programmieren dein Neues im Leben deiner Kinder. In Jesu Namen. Amen und Amen. Das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Gott wurde Mensch. Die Bibel sagt, dass schon die Propheten haben es vorhergesagt, es wurde prophezeit. Es wurde vorbereitet, Gott bewegt die Herzen von Königen, von Kaisern. Die machen eine Volkszählung, damit Josef nach Bethlehem geht. Bethlehem, Haus des Brotes. Und Bethlehem, Haus des Brotes, nimmt das Brot des Lebens nicht auf. Und die Bibel berichtet uns hier, es war vorhergesehen, es war Gottes Wille, sie waren am richtigen Ort, sie waren auf dem richtigen Weg, Gott hatte es vorbereitet und trotzdem kommen sie und es ist kein Raum für sie. Hast du schon manchmal das Gefühl gehabt, du hast keinen Raum für dich? In einer Abteilung, in der Familie, in dem Studium, in dieser Beziehung? Und oft denken wir, wir sind in einem falschen Ort, in einem falschen Film. Die Bibel sagt, sie waren am richtigen Ort. Gott hat es verheißen. Es ist das größte Event. Und trotzdem, stelle ich mir vor, sie fühlten sich einsam. Sie fühlten sich verlassen, ohne irgendeine Unterstützung, ohne irgendeine Förderung, ohne irgendeinen Schutz auf der Straße, ohne irgendeine Beleuchtung oder irgendetwas, was sie machen konnten. Und nicht mal Unterkunft hatten sie. Kann man sich vorstellen, dass es Gottes Wille ist, dass es der wichtigste Moment im Leben der Geschichte? Fühlen wir uns nicht oft genauso? Wir denken, Gott hat uns verlassen. Ich hatte doch große Verheißungen in meinem Leben. Gott hat doch Wunderbares zugesagt in meinem Leben. Warum bin ich alleine? Warum nimmt mich keiner auf? Warum werde ich nicht geachtet? Warum tun Menschen mich diskriminieren? Kann es Gottes Wille sein? Vielleicht Maria sagt, was ist los? Wieso? Da war doch eine Verheißung, da waren doch diese Engel, da war doch diese wunderbare Zusage, da war dieses Herrliche vom Himmel, was kam. Und trotzdem fühle ich mich alleine. Diese Woche habe ich mir oft Gedanken gemacht, warum feiern wir Christen Weihnachten? Auf der Fußgängerzone oft wird gefragt, warum feiert ihr Christen den Geburt von eurem Gründer? Da eines Tages kam es mir, frag dich, feiert ihr Geburtstag von eurem Urgroßvater? Sagt er, natürlich nicht. Sag ich, warum? Sagt er, weil er tot ist. Sag ich, genau, Jesus lebt, Halleluja. Geschwister, wir feiern Geburtstag vom Lebenden. Genau das Gleiche ist, warum attackiert die Welt die Christen? Weil Jesus lebt. Du hast eine Waffe, um gegen einen Lebendigen zu gebrauchen. Du wirst nie eine Waffe gegen einen Toten gebrauchen. Die Gemeinde Jesu wird verfolgt. Und die Bibel zeigt uns, dass die ganze Armee des Feindes wird aufgesetzt, um diesen Jesus zu töten. Es war so viel in der Luft, es war so viel in der geistlichen Welt. Und trotzdem heute lesen wir und wiederholen und tausenden, Millionen Mal die Geschichte von diesem Kind, das geboren ist im Stall. Warum musste Jesus im Stall geboren werden? Warum musste er in einer Krippe? Die Bibel sagt, er ist das Lamm Gottes. Wo wird ein Lamm geboren, oh Glorias? Geschwister, Gott bringt uns in seiner Gnade und zeigt, dass Jesus, er legte alles ab, nicht nur die Herrlichkeit vom Himmel, sondern auch die Rechte auf Erden und dem Komfort, um den Willen des Vaters
zu erfüllen. Gott hat Maria nicht versprochen, Prosperity, Wohlstand. Obwohl sie im Zentrum der Geschichte die zentrale Persönlichkeiten des Evangeliums sind. Aber Gott hatte einen Plan. Und wenn wir anfangen, in der Gnade Gottes zu sehen, sehen wir, dass Gott, er führt uns, dass wir in seiner Gnade gehen. Und er hat diese Verheißung im Leben seiner Kinder, selbst wenn die Türen sich nicht öffnen. Bedeutet nicht, dass du am falschen Platz bist. Selbst wenn kein Raum für dich ist, bedeutet nicht, dass du der falschen Abteilung bist. Selbst wenn du dich nicht wohlfühlst da, wo du im Moment bist, mit so vielen Tieren um dir. Das bedeutet nicht, dass du am falschen Ort bist. Denn Gott erkennt das und er hat Kontrolle über die Situation. Er hat Kontrolle. Und das, was geschieht, er kann es hineinflechten in der Situation, damit diese Situation sich ändert. Wenn du einen Buchstaben nimmst, ein Buchstaben in einem Wort bedeutet ganz was anderes als in einem anderen Wort. Gott gebraucht dich in Situationen, dass er es gebrauchen kann für seine Herrlichkeit. Selbst was angeblich für die Welt als irgendwie nicht würdig sieht, was in der Welt irgendwie als Versagen aussieht, aber für Gott ist es das Größte. Wo die Welt dachte, es war das größte, schlimmste Ereignis in der Geschichte der Menschen, war es das wunderbarste Ereignis. Da, wo sie dachten, sie hatten den Sohn Gottes, sie hatten ihn ausgeschaltet, wussten sie nicht, dass er hatte die Sünde ausgeschaltet. Geschwister, wenn Gott uns führt, bedeutet nicht, dass wir nicht Herausforderungen haben. Und er ist der Gott in unserem Leben. Die Bibel sagt, dass sie kamen, es kam die Zeit. Aber es war kein Raum. Die Welt hat schon sehr viele wunderbare Geburten gesehen. Von Kaiser, von Könige, von Präsidenten, von Berühmtheiten. Keine von ihnen wird in die Jahrtausende gefeiert. Aber dieser Mann aus Bethlehem, der ohne irgendeine finanzielle Vorteil, wo nicht mal ein Ort hatte, wo er unterkommen konnte. Wir haben ein kleines Geschichtlein gelesen, eine Geschichte über Josef, wie es gewesen könnte sein, wo Josef 80 Jahre alt war und Maria ist schon gestorben. Es sind schon 50 Jahre her, wo Jesus geboren wurde und er nostalgisch geht mal sehnsüchtig zurück nach Bethlehem, zu dem Stall. Er kommt zu diesem Stall und schaut sich das alles an, eine Krippe, wie es damals war. Und dann auf einmal sieht ein anderer Mann, genauso alt wie er, es wäre der Eigentümer, der damals die Herberge hatte. Und sie erzählen, er sagt zu Josef, weißt du, dass ab dem Tag hat alles sich verändert. Ich hatte keinen Raum für euch und deswegen habe ich euch in den Stall hineinlassen. Ich hatte Angst, das Kind wurde geboren. Ich dachte, da werden keine Gäste mehr kommen. Und das Gegenteil ist passiert. Das hat sich rumgesprochen. Der Messias ist hier geboren worden. Und das war der letzte Schrei und das Coolste, einmal in diesem Stall zu übernachten, wo der Messias geboren war. Und das war das Beste für mein Geschäft und den Rest meines Lebens. Es war das Beste für uns Menschen, das Rest unseres Lebens, was da geschehen ist, was obwohl angeblich sah als Versagen, aber Gott verwandelt Versagen in Sieg, wenn wir ihn hineinnehmen. Lassen Sie nicht zu, dass Ängste, Befangenheit und Weihnachten ist so eine Zeit, wo sehr viel Einsamkeit, sehr viel Herausforderung, sehr viel Familientragödien, sehr viele Auseinandersetzungen in Bezug auf Spaltungen und Erinnerungen an Momente, die für etliche manchmal gesegnet sind, aber sehr viele Leute haben sehr viel Schwierigkeiten mit diesem Tag. Ich bin mir sicher, Maria hatte Schwierigkeiten, wo sie sich erinnerte, was sie alles durchgemacht hat. Wo sie vielleicht gesagt hat, Gott, ist das wirklich wahr? Kann das sein? Wo bist du? Was ist los? Wieso? Gott weiß es. Gott hat einen Plan. Gott hat Kontrolle. Und alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. Halleluja. Lassen Sie nicht zu, dass der Feind mit Lügen kommt in Ihrem Leben. Wir, die wir Jesus nachfolgen oft, wir merken gar nicht, dass wir ein Opfersyndrom entwickelt haben. Aber eines Tages haben wir unserem Leben Gott gegeben. Es gehört ihm. Er ist der Owner. Er entscheidet, was, wie, wo, warum. Und wir haben eine Eigenschaft, die der Heilige Geist uns führt, dass wir dankbar sind. Und wenn du mit Dankbarkeit zurückschaust, musst du sagen, er hat Großes getan. Er rettet, er heilt, er bewahrt, er erquickt. Und er schickt uns in diese Welt, wie er in diese Welt kam.
Und er sagt, wenn Sie mich Belzebub genannt haben, stell mal vor euch. Wir haben eine Verheißung Gottes. Er ist mit uns. Er ist unser Herr. Er ist in unserem Leben. Er ist unser Chef. Und er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich stelle mir vor, dass Maria das nicht nachvollzogen hat, wie viel sie beschützt, wie viele Engel, wie sie das Zentrum der Geschichte war, weil sie sich bestimmt alleine gefühlt hat. Sie hat sich nie vorstellen können, wie viele Hunderte, Tausende, Millionen, Milliarden Menschen eines Tages sie feiern würden, weil sie dran blieb, weil sie treu blieb, weil sie zuließ, dass Gottes Werk. Und sie sagte, deiner Diener geschehe. Sie ließ zu. Und dass diese Liebe Gottes in diesem Frieden, den Gott uns gibt in dieser Weihnachtszeit, uns möchte anstecken, dass wir auch Menschen davon reden, dass wir es mitteilen. Und oft werden die Menschen es nicht mögen. Ich sage immer, wir Ausländer, wir werden sehr geliebt, bis wir unseren Mund öffnen. Und dann merkt man, wir sind Ausländer. Du bist ein Ausländer hier auf Erden. Solange du deinen Mund nicht öffnest, wirst du anerkannt. Aber wenn du deinen Mund öffnest und von dem redest, der Jesus Christus ist, dann merken sie, du bist Ausländer, dann wirst du diskriminiert. Und deswegen oft öffnen wir nicht unseren Mund. Wir möchten akzeptiert werden von der Welt. Aber derjenige, der alles gegeben hat, der sein Leben für uns gegeben hat, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Er sagt, hab keine Angst. Gott ist da. Er rettet, er heilt, er bewahrt, er kriegt. Und er hat eine wunderbare Verheißung. Auch in diese wunderbare Adventzeit. Adventzeit zur Ehre Gottes, wo wir warten, die Wiederkunft unseres Herrn in Jesu Namen. Amen. Oh Gloria, oh Gloria, Vater im Himmel, danke, danke Herr, dass du uns nicht aufgibst. Danke Herr für deine so große Liebe. Halleluja Herr, wir danken dir Herr, dass wir heute Kinder Gottes sein dürfen Herr, dass wir wissen, dass Jesus Christus in uns wohnt Herr, dass Wunder, was einst geschah, das ist Wirklichkeit, Herr, und dass Jesus unser Leben verändert. Wo Jesus ist, da ist Leben, da ist Freude, da ist Kraft, da ist Glauben, Hoffnung, Herr, das ist so schön, dass wir mit dir gehen dürfen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir das annehmen dürfen. Wir danken dir für die Errettung und vergib uns, Herr, wenn wir so oft keinen Platz für dich lassen, wenn wir zu beschäftigt sind, wenn uns so viel anderes ablenkt oder interessiert, Herr, und wir falsche Prioritäten haben, Herr. Und wir staunen, Herr, wenn es uns da manchmal nicht gut geht, Herr. Weil wir wollen unsere Augen aufgerichtet halten zu dir, Herr. Herr, wir wollen uns in dieser Weihnachtszeit, Herr, daran erinnern, dass Jesus für uns gekommen ist. Das ist wahr. Halleluja. Und wir danken dir dafür und dass wir Raum lassen, dass wir dich einladen, dass wir dich aufnehmen, so unser Umfeld, das erkennen, sehen kann, Herr, dass Jesus in uns wohnt, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Herr, befähige du uns, Herr, diese Liebe zu leben. Befähige du uns, Herr, dass wir nicht von Umständen, Herr, abhängig sind, Herr. Herr Maria, die hat wirklich Herausforderungen gehabt, aber sie war treu. Sie hat sich dir zur Verfügung gestellt. Herr, und oft wird sie auch Situationen oder nicht verstanden haben, aber Jesus, wir danken dir so sehr, Herr, dass du trotzdem, Herr, zum Ziel kommst. Und wir danken dir, dass du, Herr, wirklich uns als Menschen gebrauchen möchtest, dass wir offen sind. Herr, dass wir dir Raum geben in unserem Herzen, in unserem Leben, wo immer du uns hinstellst und dass du regieren möchtest, Herr. Herr, hilf du jeden Einzelnen. Herr, in dieser Weihnachtszeit, es ist eine sehr schöne Zeit, aber für so viele ist das herausfordernd, wo Schwierigkeiten, Probleme, Streit, Herr, Familienschwierigkeiten sind, Herr. Komme du mit deinen Frieden, Herr. Komme du, das kann nur Jesus machen. Du bist der Friedefürst, Herr. Und so erfülle die Herzen, Herr. Dass jeder möchte das erkennen mit Jesus. Herr, da sind wir geborgen, getragen. Haben nicht immer alles, was wir wollen. Aber Herr, wir dürfen uns, Herr, wirklich wohlfühlen in dir. Und wir danken dir so sehr für die Errettung. Jesus Christus ist der Herr. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass wir diese Zeit erleben dürfen. Danke dir für diesen neuen Tag. Danke, dass du uns bewahrt hast. Und wir legen ihn in deine Hände und gehe du mit uns, Herr. Und dass wir ganz bewusst, Herr, wirklich diesen Tag erleben, dass wir für dich Raum geben zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. In Jesu Namen. Amen.